fürchtest du nicht, dass es dir hier etwas langweilig werden kann, Tim? Finde ich ganz gut. Ja, die Leute hier sind ja eher etwas simpel, nicht? Komm, Charles Miller. Ich habe gerade einen Trailer gesehen von Gutland, Govinda van Male, sein ersten Longmetrage. Wenn ich den Trailer so gucke, dann merke ich schon, dass der Film sich am Anfang nicht auf ein einziges Genre spezialisiert, mit dem Anfang ein Mix zwischen einem Thriller, einem Film noir, einem Dokumentär. Und es geht um einen Außenseiter, der das heißt, den Jens, der wird von Frederik Lau gespielt. Und der muss sich oder sogar will sich vielleicht in einer Kommunität integrieren, der in diesem Fall eine Gesellschaft auf einem Lützebäuer bauen darf. Und ich begrüße so ganz herzlich den Realisateur von Gutland, den Govinda van Male. Und dann zwei von den Schauspielern, die Charakteren spielen, auf dem typischen Lützebäuer bauen dürfen. Das ist den Marco Lorenzini an der Rolle von Jos Gierens und den Leo Folchert als Arno Kleier. Salut. Salut. Moin. Also ein typischer Lützebäuer Bauerndorf, wo man gesagt hat, Dorf, Musik, Ham, Fritten und Salat, dann geht auch von der Lunge auf die Zunge geschwärzt, das wirklich, wenn die Stadt so vorstellt. Govinda, wenn mir vielleicht mal erst fragen, erst direkt, wollt ihr die Welt, also Arnisch, also Lützebäuer Arnisch weisen, vielleicht mal Arnisch wie die Stadt Lützebäuer einen anderen Aspekt gehen, oder was hat dich fasziniert in dem Bauernleben, Dorfleben? Ich wollte für normal das weiß, was ich kann. Also, wo ich hier komme, ich meine, wenn du den Film drehst, besonders den ersten Film, würde ich vielleicht besser sich auf etwas konzentrieren, was ich kennt, wo ich ein bisschen mit, ich will nicht so mit Autorität drüber schwätzen kann, wo ich normalerweise weiß, dass ich nicht irgendwie an Fiktion greift, komplett an Fiktion greift. Und ich komme aus einem Dorf, ich bin aufgewachsen in einem Dorf, und für mich aus Lützebäuer hauptsächlich Dorf, das du, wo ich lebe, auch Lohnach. Und doch, also mein ganz Kante tun schon im Dorf verbracht, und ich wollte halt auf alle Fall Film drehen, in denen an der Welt spielt, die ich kennt, und damit sind Dorf. Das ist mal der Echt. Ist das etwas, wo dir als Schauspieler auch kommt, um da identifizieren, vielleicht Marco Lorenzini, kennt da das Leben auf dem Bauerndorf auch wirklich geht? Also, sowieso was ganz Lützebäuer, für mich ein Bauerndorf. Ich finde mich spezifisch auf der Teilen schon noch. 9 Jahre oder 10 Jahre bei einem Dorf gelebt. Und da war das natürlich auch hilfreich für ein bisschen die Mentalität. Das kennen wir ja, ich gebe ja so, das war nicht nebensächlich. Also, das hat sich so, ich meine, ich sehe aus den Observationen überall für eine Figur zu spielen und so. Und sowieso mit dem Govinda eben das ganze Jahr für den Dreh habe ich darüber geschaut. Mhm. Und dir, Leo Folchert, kennt ihr? Ja, ich bin auch ein Leben lang in Bauerndorf groß gehen am Anfang als Kandern. Ich konnte auch direkt mich mit der Ambiance da identifizieren. Ich habe übrigens eine kleine Reise an Vergangenheit gemacht, weil da, wo die Film wieder reingehen, aus der Gegend sind ich am Anfang aus meinen Großeltern gekommen. Da, wo man die meisten Plätze hatte, wo man gedreht hat. Also eine kleine Reise an Vergangenheit. Mir ist aufgefallen, dass am Film das Thema von der Intimität, also
dass sie so den Jens und Lucy, die von Vicky Krebs in diesem Fall gespielt, sie lernen sich da kennen und direkt weiß Jitfried Bescheid, wie was möchte. Das hat keine richtige Intimität, das kann ihnen nicht wirklich fortlaufen, obwohl hier ja von fortlaufen was. Man kennt so eine Situation. Ist das etwas, was dir auch so erlebt hat, um Bauerndorf, Govinda, wann mal so? Ja, ich glaube, dass die letzte Experience, also hier im Land zu leben, als nicht wirklich anonym zu sehen. Wir sind gewinnt, wir alle Menschen, die im Ausland studiert haben, wissen, dass du im Ausland kannst du dich vorlaufen lassen, du kannst rausgehen, du kannst. Du kannst auch nicht damit machen und den nächsten Tag weiß kein Bescheid. Mir heute zuletzt, wo ich bei allen Menschen kennt, allen Menschen verlinkt, über mehr wie wir just ein. Und ich meine, das ist nicht schön im Dorf, dass viele den Marco sehen. Letztes ist also ein bisschen ein Dorf als Land. In dem Sinne ist vielleicht der Film, wie der Dorf, was für viele Filme eine Art Metapher für etwas Großes. Und im meisten Film ist das Dorf eine Metapher für die Welt, und in diesem Sinne ist vielleicht eine Metapher für Lützeburg und auch für die Welt im Ganzen. Ja, weil heute geht es ja auch ein bisschen um die idyllische Fassade von einem Dorf, wo nur aber lauter Geheimnisse irgendwie rauskommen und auch nicht Intrigen mehr, aber so komische Situationen. Das entwickelt sich ja dann so. Also, ja, das ist ein klassisches Thriller-Element von Krimi. Ich meine, das passt ganz gut auf Lützeburg. Es gibt ganz viel. Also, wir stellen uns oft vor, was für eine Geschichte passt auf Lützeburg. Für mich passt Horror, Krimi ganz gut auf Lützeburg. Alles das, was ich immer verstopfte Geschichten zu denen hat, wo Sachen nicht auf den Teppich gekehrt gehen. Sind. Ich meine, in dem Sinne, dass das für mich ganz passend gewesen Geschichte ist, in seinem Dorf zu machen und zumindest zu Lützeburg. Was dafür ist auch wichtig, mal Schauspieler zu schaffen, die so eine Experience schon hatten in ihrem richtigen Leben, dass das was nötig ist, für so Filme zu drehen. Ja, ich meine, als Mensch ganz allgemein haben wir alle ganz variierte Experienzen. Und als in der Teil im Film sind, ich meine, wir haben nicht alle Mord und Totschlag in unserem Leben. Also schon eine Menge persönlicher Geschichte kenne ich das nicht. Aber das sind alles Sachen, die in anderen Formen finden sich im Leben. Ich weiß nicht, wie du bei Marco, beim Leo ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie verschiedene Elemente auf eine Art und Weise auch kennen aus ihrem Leben. Ich meine, du baust den immer, wenn ich Filme möchte. Den muss ich immer in den Ancrage fahren, den irgendwie mal zu irgendwelchen Leben zu dienen hat. Ich weiß nicht, was ein Ancrage vom Leo von Marco war. Ich weiß, dass ich meine eigene Art und Weise nun für mich an der Geschichte zurechtzufinden. Und ich meine, als Publik, ich hoffe als Realisator, dass der Publik auch sein Lehr findet. Mhm. Und das muss eben nicht eine Geschichte sein, die war Mord und Totschlag unbedingt, mehr auf eine andere Art und Weise vielleicht. Genau, ich hatte ja für dich gesagt, ich gehe vorne, weil auch ein bisschen an den Dokumentarfilm herangehen. Ist das schon immens realistisch, die Leute auf dem Bauerndorf, auch wie sie schaffen, kriegen sie einen Ableger und Leben von einem Bauer. Wie hat er jetzt darüber viel berät? Also, du hast gesagt, du denkst, Vergangenheit auch da, mit dem Wetter vielleicht auch nicht Bauer, das ist vielleicht Marco Lorenzini. Wie hat er sich auf die Rolle da präpariert? Hat er noch geguckt, wie du geschafft hast? Nein, ich meine, präpariert den darüber, wie in so Ballroll präpariert, wie Govinda gesagt hat. Wenn ich als Schauspieler muss ich mehr da spielen, dann kann ich auch nicht als Erleben zurückgehen, wie uns das immer gemerkt wie ich den Umbruch finde. Das geht schon als er Leben dann Sachen sich, die irgendwie etwas bei einem selber gemacht und die etwas selbst gelesen haben, die könnte man der Sache doch verbannen. Aber für Leute aufzugucken, Schauspielerei aufzugucken, ja, teilweise schon, aber nicht so präzise, ob so eine Allgemeinheit. Und wenn du ein Biopic musst machen und es ist weiter, okay, da guckt sich der Personage total gut an, den Kinders, den ich spielen muss. Aber sonst, wenn sie sich ein allgemeines Sache, wie leben Bauern, wie beholen sie sich, wie denken sie, wie sind sie beieinander, dann sehe ich das, was in dem Moment als Schauspieler gebraucht. Also, auf jeden Fall, also sieht man mich das auch wie das in der Äußerlich total kopiert, weil dann. Wow, nein, das meine ich nicht. Leopold, hast du dir auch so geschafft? Ich habe meine Rolle am Anfang nicht gespielt, fand ich das so krass. Ich habe probiert, die Personage zu sehen. Und das ist aber ein ziemlich langen Prozess vorausgegangen. Natürlich, das ist von Januar bis an den Juli gegangen, über den halben Jahr, wo ich am Anfang regelmäßig mit dem Govinda den Personage auch noch klar habe, am Anfang entwickelt. Dann, was für mich wichtig war, das ist nicht, was mich dann auch noch klar habe, mehr oder immer mehr, was für mich wichtig war, das ist, wo können dann auch noch klar hier? Zu probieren,
Weil ich meine, das toll ist nicht übermäßig groß, mir viel zu probieren, so authentisch wie möglich das zurückzugehen. Das war am Anfang die Weg, den ich gegangen bin, für die Rolle drin zu packen. Govinda, mal für euch den Dokumentär-Teil durch den Film, hast du das für dich auch so gesehen? Oder hast du eine Interpretation von mir? Ein Dokumentär in dem Sinne ist ja nicht, weil wie das alles Fiktion ist, allem spielt eine Rolle, mir das ganz klar so ein Element von dokumentarischen Do, dem ich immer freut mich, wenn Leute mich darauf hinweisen. Also schon ich den Häufigen gemacht und einen Longmetrage am Dokumentargenre gemacht über Rockmusik und dafür drin viel man an der Türkei, wo ich Kameramann war. Das war ein Longmetrage-Dokumentär und schon die Kurzfilme, die ich dafür gemacht habe, oft immer so zwischen Fiktionsfilmen und Dokumentär angesiedelt. Und ich meine, besonders am Anfang vom Film, also doch an der Spannung, wo der Film stattfindet. Und der Dokumentar ist vielleicht auch einfach, dass viel von einer Rolle gespielt wird, von Leuten, die nicht unbedingt Bauern sind, die kein wirklich ausgebildete Schauspieler sind, natürlich zu bringen, viel von sich selber machen, wie der Leo sieht am Anfang hin, wird nur nicht eine Rolle kreiert, im Sinne, dass du von außen und die Rolle rumgegangen hast, sondern wie bewegst du dich Bauer oder so. Und dann hast du geguckt, denk nicht mal, wenn ich für dich schwätzen kann, ich weiß nicht mehr. Dass du guckst, wie bewege ich mich, wenn ich die Gurbel hole und dann die Botten auf den Traktor abschmeiße. Und das ist die Kreation von der Rolle. Das ist ganz viel Leo an dem Film mit dran. Auch wenn hier absolut nicht wie den Arno Kleier an dem Film ist. Mit das ist einfach die Kombination von Leo wie ein Hayas, wie ein Ass an der Matja vom Drehbuch. Die zwei Sachen zusammen, wenn in der Idee oder Bengala weiß, kreiert einen dritten Charakter. Und das wird sowohl Fiktionales wie auch Dokumentarisches. Und das Dokumentarische ist eben, dass der Leo in dem Moment wirklich durchströbelt, der ganze Feld hat, die Wohnung zu kreieren. Und da gibt es natürlich ganz viele Elemente im Film, wo man probiert tun, wie zum Beispiel die Szenen um Ball am Anfang vom Film, wo man einfach 150 Leute an einem Saal gesagt und einen Banddünner gestaltet und dann einfach Bier aus serviert tun an Hamen und Fritten und einfach gefilmt, was passiert ist. Das ist so den dokumentarischen Element. Und der gibt da pur am Film. Und das wird spannend das für mich, dass die Sachen zu vermischen. Man hat rein Genre-Fiktionselemente, wie zum Beispiel eine Leichte, ich will das nicht verraten, irgendwie eine Leichte, die Fund geht, die komplett aus einem Horrorfilm können, zum Beispiel. Mhm. Und die Sachen einfach zu vermischen. Ganz viel, ohne dich zu so, das gehört nicht an die Seite Film, Dokumentär, und Horror kann nie an den Seiten zwei Stunden sein. Das fand ich Blödsinn am Funk, kann ja alles vermischen, wie ein Völler. Mich interessiert einfach, das dokumentarisch beim Film machen, extrem. Und wir werden nicht das mal rausbringen. Mit das auch nicht ungewinnt ist. Ich meine, ganz viele Filme die so gedreht. Ja. Das ist immer das, was dann eine gewisse Authentizität zum Film gibt. Ganz viele amerikanische Krimien oder viele Noiren, also 40 Jahre sind auf der Straße gedreht in New York, ohne dass sie irgendwie eine Permission hatten. Ja, ja. Oder sie sind einfach auf die Straße gegangen und du hier Akteure und hier gesagt, und alles, was im Hintergrund passiert, die ganzen Autos, die du fuhren, die ganzen Leute, die auf die Straße gehen, das ist am Anfang Dokumentär. Ja, die am Film de Marco Lorenzini, er Rolle ist der auch vom Dirigent von einer Dorfmusik. Und dafür ist es auch schön, dass man hier in einem Saal, in einem Profsaal von einer Dorfmusik. Das ist ja auch der Profsaal, der spielt eine große Rolle in dem Film. Das ist da, wo sich entscheidet, kann die Jens sich integrieren oder nicht, schlussendlich. Die sieht auch den Dirigent von der Musik, aber am Anfang sieht auch ein bisschen die Schaffe vom Dorf am Film. Die probiert, die Leute zusammenzuhalten. Und du hast mich gefreut, die sieht auch die Schauspieler wahrscheinlich da, die eine ganz große Experience hat. Also das ist natürlich schon natürlich gefallen, wo der ich auch am wirklichen Leben bist, du konntest mal da identifizieren als den Chef der Orchester sozusagen. Also es gibt mir auch schon zu meinen, dass es umgedreht ist, dass ein hauptsächlich den zweiten, was er gesagt hat, war, den ein bisschen den geheimen Chef vom Dorf vielleicht, oder wie ihn nennen, also an nebenbei den Dirigent von der Dorfmusik. Nein, ich meine, das einfach, das wisst ihr, dass einfach, wen hast, wie Pedro schon gesagt, wen hast der Personage. Die Nummer natürlich auch zu zwei, also wie meistens, dass jemand mit dem Realisateur zusammen eine Figur entwerft. Und, wir waren da ziemlich schnell eins, dass wir den Personage einfach ein bisschen zwielichtig machen, dass das Publik am Fungal kann entscheiden oder als es ein total Guten, der naiv ist, oder als es den aber mehr intelligent als wir mengen, dann diese Naivität vielleicht nicht mehr spielt. Und, so, und das steht auch ab.
Okay, die meisten Leute tendieren zu enger Seite, sondern nicht wettfremd. Aber das ist das Interessante und dem Personage. Ich meine nicht, dass du, dass ein Lodo muss immer so das, die sagt, auch schon erlebt. Nein, du den in seinem Leben vieles erlebt, sondern geht den an sein Privatieren sicher, wo ihn dann verschiedene Sachen von Leuten empfängt, die ihn getroffen hat in seinem Leben. Und dann muss er seinen Baukasten do, und dann guckt er mit dem Realisator zusammen. Ich meine, du vielleicht hast der Kamera, der Govinda von Mal hat wiederum auch geschwärzt, dass eine Reihe auch nicht professionelle Schauspieler eben dabei war, wo er da ein bisschen die Rolle vielleicht gehabt als für auch die Equipe dann zusammenzuhalten, wenn die so viel Experience hat. Wie war es, mit nicht professionell zusammen zu schaffen? Also das ist nicht meine Aufgabe, das ist im Gewinner, im Realisateur seine Aufgabe. Meine Aufgabe ist einfach, mit, egal ob ich nur professionellen Kollegen vis-à-vis un oder nicht professionelle, also nicht laie Schauspieler oder ein herberufliche Schauspieler, das ist etwas Grundverschiedenes, das steht fest. Mit, muss ich hauptsächlich gucken, für das Singen habe ich zu machen. Aber ein Abfluss auf die anderen, nein, wenn ihn dich fragt, ganz gerne. Selbstverständlich geht in den Trio so oder so. Aber wenn nicht, das auf jeden Fall nicht im Schauspieler singen, sehr wohl für andere zu suchen, wie sie sich zu brüllen. Und das im Realisateur sehr wohl. Ja, Frau Judith, vielleicht könnt ihr so sagen, die Autor in der Vergangenheit hat viel Kurzfilme schon gedreht. Das heißt aber los, so den Moment, wo dann ein echter noch großen Film eine Rolle hat. Wie wird das für euch, für auch zusammen vielleicht mit Vicky Krebs zu spielen, mit Marco Lorenzini, wie wird das erlebt? Punkt, dass man den heilt, für mich wird, ich bin mal immens froh, dass ich wohl da ein Gefühl in der Kamera konnte sehen. Und wie das sich rauskristallisiert wird, wie gesagt, das nicht, ich konnte nicht angerufen, ich habe mir einen Dreamer und du warst noch ein Kleier. Nein, wie gesagt, ich habe für drei Jahre geschwärzt schon, es hat gut 6 Monate gedauert, bis wir das überhaupt wussten. Und bis das Feststellung auch für mich war, das irgendwie, das hat mich unwahrscheinlich inspiriert. Ich meine, weil ich auch auf der engen Seite einen ganz hohen Respekt für Marco Lorenzini als Schauspieler, wo ich ihn als Mensch kennengelernt habe, noch als Mensch. Und was wirklich auch war, das war Vicky Krebs, wenn ich bedenke, ich sei Papa und ich kenne ich ganz lange schon, aber ich bin Vicky Krebs selber nie kannte, aber ich war von einem Fan von Vicky Krebs durch deutsche Telefilme, Ali Weiland oder das Zeugenhaus und so Sachen. Und ich bin immer da auch daheim zu Menge Kammer gesucht, hey, das ist ein letzter Schauspiel, das ist eine ganz große Schauspielerin. Und natürlich ist das für mich im Moment ein ganz großes Gefühl gewesen, für dann immer mit Vicky da umherwohnen zu stehen und einen Button aufzulösen für eine Kamera. Also, ich finde die Sache so erleben. Dann, ich meine, dass auch das, was auch mir geholfen hat, mein Rollfleisch so authentisch zu spielen, wie sie dann eben gespielt haben. Ich meine, auch die Akteure, die unter mich waren. Das inspiriert sich aber das schon und so Leute, wie früher da selber auf der Leinwand gesehen hat. Also in meinem Fall, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich, also du warst auf der einen Seite, wäre die gute Vorbereitung, die ich mit Govinda hatte. Und auf der anderen Seite, also dann, Remen Krebsanisch, dann aber, wann du Set was an die Kamera lebt, und du bist im Moment mit denen Leuten, wie Marco Lorenzini, und nicht zu vergessen, Friedrich Lau, ich meine, wenn du ein ganz stark, mit dem viel zu viel verrunden, ein ganz stark Szenen, wo ich mit Friedrich Lau spiele, dann auch das, also mir hat das beginnen, mit denen Leuten zu spielen, also am Positiven, so. Das hat mich inspiriert. Govinda von Malle, das ist dann ein Schritt neben dem Mix von Genre, aber auch ein Mix von Schauspieler, nicht professionell, mit Professionellen, was ist da plus value für euch, für das so zu organisieren? Das ist auch, das war bei meinen Filmen auch immer viel drin, das ist auch ein ganz praktischer Grund, und drin gibt eine ganze Gruppe Rollen an dem Film, ich weiß nicht, wie viel da insgesamt sind, vielleicht 20 oder so. Und wenn ihr wählt, just die Filme mit professionellen Akteuren zu Lützburg, besetzen geht es schwer, weil man einfach nicht genug Rollen hat für wirklich große Schwarze.
Und was für mich extrem wichtig ist am Film, wenn nicht sogar das Wichtigste überhaupt beim Film, ist das Casting. Das ist die richtige Person für die richtige Rolle zu finden. Und das hängt nicht zum ersten Mal dazu, ob man genug gute Akteure hat oder nicht, muss einfach die richtigen Akteure sein. Und es ist schon ganz lange nur, bis ich die richtigen Akteure fand. Und beim Frederik Lau zum Beispiel, wir hatten ihn direkt am Kopf, das war direkt klar, der Tee konnte sein. Und wir hatten mit Gesicht einen Plan B, falls es nicht so klappt, das war extrem schwer für mich ihn zu finden. Ganz Deutschland, die für mich so gut passen wie Frederik. Das will just weisen, wie schwer das auch zu Lützebus, wo man nach vielen Männerakteuren haben, für genau die richtige Person zu fahren. Das heißt, ich mache oft gerne einen Pool mit groß und hole eben Leute mit dran, die nicht unbedingt Erfahrung haben. Für einfach just Charaktere zu kreieren, die wo ich nicht so viel Kompromisse muss agieren, in dem Sinne, dass ich einfach muss dann, wie soll ich so einen. Also da, zum Beispiel, dem Marco zu besetzen, war kein Kompromiss für mich, das war genau die richtige Rolle für den. Also der richtige Akteur für die richtige Rolle für mich. Und das wird ein Challenge. Was hat das ausgemacht, Fleschenke, zu erklären, wie sehr schwer du gefallen hast? Für den Marco zu hören? Ja. Ich war ganz froh, dass ich eine Rolle hatte für den Marco. Weil wir haben zuletzt ganz viel, eigentlich viel ganz, ganz gute Akteure. Der Marco war es eben davon. Und ich hatte bis nie irgendwie die Möglichkeit, den Marco zu besetzen, eine Rolle, weil ich nie etwas hatte, was gepasst hat. Und für mich war. Und ich muss auch ehrlich, ganz ehrlich sein, dass ich nicht direkt drauf komme. Dass vieles von der Rollen, also die eine Rolle war zum Beispiel Frederik, und ich direkt besagt gehabt, beim Gierens war die längste Zeit, die war zählt, dass ein nicht professioneller Akteur wäre, den ich wählt. Und ich weiß nicht, wie weit. Lo, wo der Marco die Rolle spielt, das ist so offensichtlich. Und da ist ein Gesicht am ganzen Casting dabei. Wie es irgendwie geklickt hat bei mir, dass der Marco muss sein, das war bin mir ganz klar. Und lo, gucken ich den Film, ich kann mir gut anders das vorstellen eigentlich. Das ist sicher am Anfang die ganze Zeit. Und das war eine Chance, an dem ich am Anfang. Zum Glück, obwohl das leider alles leid vier und einem kennen, der Doktor und zuletzt, aber ich mir Hans so guckt, den einfach da lernst. Und was für mich schwierig geht allerdings ist beim Mischen von Akteuren und Nicht-Akteuren, das hat für den Marco schon drauf geschwärzt, dass es dann um Kontrolle vom Regisseur ist, zu gucken, wie die verschiedenen Akteure man spielen, dass er dann komplett eine andere Weise ist zu spielen. Du hast Leute, die noch nie gespielt haben, drin, du musst das Projekt auf sie zubringen, du musst ganz viel Taken holen. Zehn oft muss splecken, da ganz viel, wenn zum Beispiel eine lange Dialogpassage ist, wie der Marco zum Beispiel hat, mit einem nicht professionellen Akteur, wo ganz viel Dialog ist, dass man einem nicht professionellen Akteur muss da zersplecken, da ganz, ganz viele kleine Dele. Und das für einen, den, wie der Marco Erfahrung hat, an den ohne Problem kann zwei Stunden Monolog spielen, wir sind ohne Probleme. Das hast du wohl schon gemacht, wie es mir erzählt hast. Für den ist es eine ganz andere Art und Weise, eine Szene zu drehen. Für ihn ist es vielleicht mehr einfach, das alles in einem durchzudrehen. Und das Schwierige ist eben, die zwei Sachen zusammenzubringen, für das keinen von den zwei Akteuren drunter leid. Und das ist extrem schwer. Und viel von dem Casting hat immer das Sinn, dass die erstens die richtige Rolle für die richtige Person finden, aber auch irgendwie probierst, Kombinationen richtig zu machen. Und Heinz, du hast mir besser gelungen wie bei anderen Momenten. Aber das ist auch das, was für mich viel mehr spannend macht. Ja, vielleicht für das bisschen mehr allgemein zahlen. Marco Lorenzini, die hat auch nicht als professionellen Schauspieler direkt angefangen, die hat auch wiederum auch andere Sachen gemacht, die dann Theater gegangen. Wir haben zwei verschiedene Generationen heute, Govinda van Male, die hat dann mehr den klassischen Weg gemacht. Gibt es da einen Unterschied zwischen Demos und Haut? Das ist vielleicht Haut mehr einfach. Oder Leo Fortschett hat ja auch probiert, seine Karriere so abzubauen. Als es halt vielleicht mehr einfach für Schauspieler heute zu gehen wie früher. Das Schauspieler länger nicht überhaupt an der gesamten Filmbranche, also mehr einfach durch die Arbeit, die an den letzten 30 oder sind das schon 40 Jahre, sind über 30 Jahre, die gemerkt, die gelesen, also mir einfach, weil wie ich 20 Jahre her, dann ich sind daheim und ich gesagt, ich will Filme drehen, dann ist der gewisse Kriterium, ist es in der Haut, also auch immer Schulen, die das anbieten, die Klassen, die das anbieten, wo die Leute können Filme machen, lehren. Und ich meine, da sind wir schon am richtigen Weg, auch wenn man nach ist schon immer, wir sind eine Filmnation mittlerweile, aber wir sind auch am Anfang. Wir sind nicht nur schon 100 Jahre oder 50 oder 60 Jahre am Gängen, Filme zu drehen. Wir sind auch am Anfang. Ich gebe so, dass sich etwas an. Für froh, dass ich an einem Satz zu beantworten. Ich gebe so, das ist mir einfach. Ja. Das ist ja doch so. Absolut, ja. Als viele nur sagen, ich habe es nicht, dass wie Leo Orlo gesagt hat, also bei mir kommt das sowieso nie an Tut. Wenn ich daheim
So hätte ich gerne eine Schauspielschule. Ich meine, ich wusste mal nicht, dass es das gehen. Fühlst du dich aus? Also gehst du einer weh und dann musst du nach vielen anderen Sachen. Und irgendwann kannst du dann auf das Trick, was du wohl als Beruf machen, was du nicht tust, konnten oder nicht dürfen. Und dann müssen du beim weh. Bon, ich habe immer noch beim weh gemacht. Das kostet natürlich wesentlich mehr Zeit. Wie wenn ich etwas auf einer Schule an 2, 3, 4 Schwester Türen Beibus geht, dann dauert das eben vielleicht 10, wenn ich einen Beruf auf der Front lehrt. Das ist ein bisschen etwas anderes. Das tut natürlich, wie alles am Leben, tut vier und tut Nudel. Ich mit, auch am Theater mit Regisseuren oder Film mit Realisatoren geschafft, die werden dann eins so froh. Ein oder den anderen zu der keine Schauspielschule hat. Einer, die gucken, just tun. Das ist eben ganz verschieden. Aber ich gebe so, dass die Opportunität hat das einfach für, egal ob in der Branche, sie wird führende Kamera, sie wird andere Kamera, die Jungen kaut Möglichkeit für, mehr können, ob es so zu tun oder auch direkt am Ausland. Das machen wir der Pech, das eigentlich. Zu gehen, was wir nicht hatten. Es waren da ein paar von uns, die aber dann aber ein bisschen mehr Jungs wie ich, die man so, ob Jungsende oder so, bei den Ausnahmen Schauspieler als ob Schauspielschule konnte gehen oder nach einer Kollegin oder Kolleginnen. Mehr so in meinem Auto, da waren sind also natürlich den Tun. Den Meyer war wie ich oder so, den das gemacht hat. Aber die waren aber ganz selten, weil gelesen hat, also tut er schon müssen, irgendwie ein Hund, den er auf die Schiene gesagt hat. Dann halt kann er aber selber einen Zug holen. Also die Infrastrukturen sind nur mal geschaffen. Ja. Aber schon, dass das, was du siehst, richtig ist, man darf nicht meinen, dass man schon auf einem gewissen Niveau sieht, weder am Theater, weder am Film. Nicht nur, was das Resultat bleibt, sondern was drum lebt, sind wir halt noch immer ein bisschen provinziell. Wo ich auch so, wo es viel von Leuten gesagt hat, ja, man vergleichen hat immer, das wird letztebürgische Film. Nein, das ist letztebürgische Film. Es gibt, ich meine, es gibt den isländischen Film, es gibt den dänischen Film, es gibt deutsche Filme. Ich meine, alle Land muss sing eine gewisse Identität tun, als sie Filme machen. Und auch da, ich komme nicht persönlich von meiner Sicht, ich denke, ob der Gutland zurück. Menge Nähe hat der Gutland einen kleinen Kontersprung gemacht. Das ist nicht, dass Gutland eine neue Erfindung ist. Was letzte paar Filme machen, überlangt. Wir haben den ganzen Krieg abgeschafft. Wir haben das am Anfang gemacht mit Technik, die wir eben hatten. Technik hat evaluiert. Wir sind im Moment die besten Technik. Ich meine, Südfrika hat mit den Sachen, die sie kaufen, Filme drehen in guter Qualität. Wir haben auch noch Krimien, tatortartige Filme gedreht. Alles an gut, ganz guter Qualität, wo darüber geguckt ging, dass Analo haben wir wirklich einen kleinen Quantensprung gemacht, was die Atmosphäre vom Film überlangt. Also, so gesehen ist der Gutland. Ich meine, wir haben den Krieg abgeschafft, wir haben Krimi gemacht. Wir haben den klassischen Andy Bausch-Film, den sie Daseinsberechtigung holen, was von Litzebäuer, wirklich dem Litzebäuer sein Volksfilm ist, was wir so wollen holen. Analo sind wir hingegangen, dann haben wir am Gutland ein kleiner Quantensprung. Ja, und da spielt ja dann noch die Sprache wahrscheinlich eine große Rolle. Also im Film gibt es viel Deutsch gesprochen, aber der hat noch viel Lützburg. Also das ist ein Mix. Govinda, wann mal, wie wichtig ist es für den Lützburger Kino, Lützburger Film, dass auch die Lützburger Sprache dabei ist? Das ist die Sprache, die wir schwätzen. Das heißt, wir schwätzen es vielleicht nicht alle super gut. Also ich sehe sicher nicht die besten, den ich plötzlich beschreiben kann, wie den Marco Wes. Den Marco hat mein Drehbuch verbessert. Das ist ein schwerer Spruch. Ja, es ist also auch schwer, wenn wir so wenig Kultur haben. Wir haben viel Kultur. Sie viele Leute, die plötzlich beschreiben, es gibt viele, die plötzlich gemacht haben. Das ist auch da, wenn es schwer, weil immer noch die Tendenz gibt, ein bisschen auszuweichen auf andere Sprachen. Und dann leben wir da auf Französisch oder auf Englisch oder auf Französisch zu singen, zu schreiben oder was auch immer. Ich meine, das auch du, wenn es da zum Beispiel mehr Lützburg nicht so ausgebildet ist, wie wenn Deutsch wäre, wenn ich an Deutschland abgewusst wäre. Weil einfach, wenn ich Matjäger an der Kultur, wir gucken ganz viele ausländische Filme und wir gucken ein bisschen rauf, ob die jede Spruch
mehr gleichzeitig machen, auch wenn ich dafür. Ich meine, wenn wir wollen, dass die Spruch sich entwickelt, muss ich viel mehr an der Spruch machen. Das ist meine Meinung. Das ist nicht als ein Rang, das ist nicht ein patriotischer Gedanken oder so, den du hast. Das geht mehr darum, dass ich mir selber treu bin, dass ich selber kann ehrlich sein und das kann ich am besten an meinem eigenen Spruch sein. Mhm. Aber wenn sie eben nicht so gut ausgebildet ist wie andere Sprüche, ist eine Chance, dass ich am Film mit Bildern kann erzählen. Ich weiß, dass das gut steckt mich schwer ist an der Literatur. Wenn ich Bücher schreibe, wäre es gut steckt mich schwer, auf Lützeburg zu schreiben. Und schon enormen Respekt für den Leute, die es machen. Am Film kann ich immer noch ausweichen auf Bilder. Aber ich fand, wir müssen einfach unsere Rolle als kulturell Schaffende für kulturell Material zu schaffen, für eine Identität, für eine Kultur. Und du findest das für mich extrem wichtig, das ist essentiell, dass wir Kultur schaffen an unserem Spruch. Und das, wie gesagt, nein, geht nicht darum, weil Lützeburg als Patrimoine oder irgendwie, das ist ein Spruch, den ich unbedingt will erhalten, weil ich dafür kämpfe, dass Lützeburg Kultur oder so auf der Weltmap soll existieren. Es geht mir mehr darum, dass wir irgendwie können an unser Spruch uns austreten und ehrlich mit uns selber sind und sprechen Sprache sind wie du so. Weil du sollst nur fängen, Französisch zu sprechen und in den nächsten 100 Jahren just Französisch sprechen, davon ist das ganz okay, dass wir viel mehr just Französisch machen. Wie solange wir Lützeburg in der Deutsch sprechen, also für mich natürlich, dass ich wünsche, viel will drin, in Lützeburg spielt, nur an der Spruch aus. Ich könnte viel mehr auch dem noch wegen Sprache, das ähnlich abgeholt in den verschiedenen Ländern. Ich meine, die Fortschritte werden auch auf verschiedenen Avant-Premieren in verschiedenen Ländern. Ich meine, wir werden in Deutschland, Belgien, Lützeburg. Oder da Unterschiede gemerkt an der Reaktion von den Leuten vielleicht auf den Film an den verschiedenen Ländern? Ja, ich bin so der Einige, die nicht mehr sitzen geblieben ist, von der da am ersten gegangen sind. Die letzte Vorstellung, die ich zu Brüssel, das ist auch vielleicht ein bisschen mein Trick, der Vicky hat den Film für dich gesehen, ich dachte, da muss halt beim Vicky bleiben, da guckst du den Film halt nach, okay, ja. Da habe ich ihn dann in einem wunderbaren Kino gesehen, sind in Nova. Ich fand, dass der Unterschied zwischen dem, kann ich gar nicht mehr drei Länder holen. Ne? Ich gebe so, dass das belgische Publikum, die vielleicht auch am schwersten aber hatten, für ihn zu verstehen, weil ja, da waren noch zusätzlich flämische Untertitel dabei, dass du und ich fand, dass die Reaktion mehr stark war, das aber vielleicht just mein Gefühl, die Reaktion mehr stark war, wie du heute zu Lützburg. Oder so gut wie in Deutschland. In Deutschland mehr wie in Deutschland. Ja, letztlich war die Reaktion auch ziemlich flott während der Projektion. Ja, auf alle Fall könnte den Film auch gleich heute zu Lützburg an den Kino Gutland, das ist eine Co-Produktion von drei Ländern, das vom Film FOF, Novak Produktion an Propeller Film Berlin. Und weil den 2. Mai lief den Hai am Kino und zu Lützburg dann auch versuchen mit dem Team, den 2. Mai, meinst du, vom ganzen Team, das dabei ist. Und dann den 1. Mai, da kann ich auch schon an der Kasematentheater ein Konzert gucken gehen von Mucke, die haben die Lieder vom Film komponiert. Und voilà, so ein Govinda von Mal, Leo Folschert und Marco Lorenzini, vielmals merci, dass du da bist. Also noch merci.